Und was ich auch faszinierend finde, ist eigentlich mein Banknachbar, der zufälligerweise genauso heißt wie ich, zumindest mit Vornamen. Der war letztes Jahr, glaube ich, Klassenbester bei uns von den Noten her, was mich nicht wirklich wundert. Und bei dem ist es echt so, es gilt ja normalerweise Handyverbot in deutschen Schulen. Ist eigentlich so festgelegt, weil wegen Ding und so, weißt du ja. Dachte ich schon, er kommt da nicht ran, das wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. Jedenfalls, der kann sich's ernsthaft erlauben, mitten im Unterricht an seinem Handy rumzuspielen. Ich finde das faszinierend, die Lehrer schauen dem teilweise dabei zu und sagen nichts dagegen. Ne? Da ist er mal auf Facebook, schreibt seiner Freundin oder guckt sich irgendwelche YouTube-Videos an, mitten im Unterricht. Und man muss dazu sagen, wir sitzen ganz vorne in der ersten Reihe. Ne? Also nicht, dass du denkst, hier, das fällt nicht auf, weil Ding und so. Alter, schon langsam nervt ihr. Mann, du kommst ja mit deinen Verbündeten nirgends wohin. Wir sind ja gleich wieder tot. Alter, verzieht euch! Wahnsinn! Einmal hat er auch was richtig Lustiges gebracht. Er hat nämlich auf seinem Smartphone eine DualShock-Funktion. Das heißt, er kann DualShock-Controller mit seinem Smartphone verbinden und darüber dann zocken. Das gleiche habe ich auf meinem Smartphone auch. Ist eigentlich recht witzig. Das hat er dann einmal tatsächlich gemacht. Das war kurz vor 8, also kurz vor Unterrichtsbeginn in der Früh. Hat er so ein Handy eingeschaltet, einen PlayStation-Controller ausgepackt, hat den mit dem Handy verbunden und hat dann irgendeinen Zombie-Shooter gespielt. Ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel war. Irgendein Ego-Shooter, wo du durch eine Anlage läufst, irgendeine Fabrik oder so. Und Zombies meinen, sie müssten dich und so, ne? Und dann kam unser Klassenleiter rein, hat es gesehen, stellt sich grinsend mit verschränkten Armen hinter ihn und schaut dem ernsthaft dabei zu, wie er Zombies abknallt. Der hat nichts dagegen gesagt, aber jeden anderen in der Klasse, jeder andere bei uns in der Klasse wird sofort ermahnt von wegen, ja, pack dein Handy weg, jetzt hier Unterricht und aufpassen und bla. Ich finde das faszinierend. Vermutlich liegt es auch daran, weil er einfach der Klassenbeste war und lerntechnisch nicht wirklich irgendwelche Probleme hat. Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich mir das erlauben könnte. Ich bin jetzt von den Noten auch nicht wirklich schlecht. Aber mein Handy, das lasse ich dann doch lieber mal stecken. Wobei, theoretisch ist ja der Witz, wenn sie es dir wegnehmen, weil Unterrichtsstörung, pipapo, ist es ja so, du kannst es am Ende des Unterrichtstages von deinen Eltern ja wieder mitnehmen lassen. Und, beziehungsweise Eltern ja nur, wenn du nicht volljährig bist. Alter, es ist doch nicht wahr. Es ist echt nicht wahr. Die Viecher, die sind alle aggressiv hier. Ich glaube, wir hauen lieber ab. Was ist denn mit denen? Ja, die werden immer stärker. Wie soll man denn da bitte zurechtkommen? Wir können es ja mal versuchen, die zu dingsen, aber... Ich probiere es jetzt mal aus. Einfach mal verscheuchen. Ja, da rennen die Babys gleich mit. Das bringt also nichts. Ja, und dann rennen sie permanent davon. Oder wir machen es mit... Halt, halt, halt. Nein, bleib da. Ja, jetzt haben sie natürlich Angst. Erstmal anbrüllen und dann anfreunden wollen. Normalerweise kannst du es von deinen Eltern, kannst du ja das Handy wieder abholen lassen am Ende des Unterrichtstages. Nur bei mir wäre halt der totale Witz, ich bin ja längst volljährig. Das heißt, wenn sie mir das Handy wegnehmen, dann könnte ich bei Unterrichtsende zu unserem Klassenleiter gehen und die Hand aufhalten. Der könnte mir das Handy wieder aushändigen. Rein theoretisch. Zumindest von der Rechtslage her. Wo sind denn meine Kollegen schon wieder? Ist unfassbar. Oh ne, jetzt bringen sie alle Leute her. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter, das kannst du vergessen. Das wird nichts. Ich klaue mir auf jeden Fall mal eure Körperteile. Irgendwie spielen wir schon wieder eine halbe Stunde rum, ohne hier wirklich einen nennenswerten Erfolg zu erzielen. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir denn überhaupt an Kampffähigkeiten? Was, wir können nicht schlagen? Ah ja, stimmt, ich habe das Ding rausgenommen. Mist, 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 das ist nicht gut. Oh, das ist jetzt scheiße. Wir müssen irgendwie an DNA-Punkte kommen, dass wir wieder eine zusätzliche Kampffähigkeit bekommen. Ach, verdammt. Alter, das kann es doch nicht sein. Ich spiele hier Ewigkeiten in der Kreaturenphase und nichts geht vorwärts. Das ist, Mein Gott, die sind ja auch so aggro. Was habt ihr für Fähigkeiten?
Die könnten eigentlich super sozialisieren, aber die sind stinksauer. Ja, natürlich. 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 Bringt uns erstmal alle um. Dann kann ich wieder zurück und mir wieder neue Rudelmitglieder holen. Ach, weiß, das ist schon irgendwie... Hä? Ne, einfach hä? Was ist denn jetzt das Nest von den Viechern? Ah, ist das Nest, aber die sind wahrscheinlich... Alter. Die können nur beißen. Oh, die packe ich ja sogar am Alleingang. Glaube ich. Wahrscheinlich gehe ich jetzt dann gleich drauf. Kann ich? Jetzt pass auf. Wenn ich sage Giftspur... Ja, wobei, so viele auf einem Haufen... Alter, jetzt hängt er fest. Ich hing gerade fest und konnte nicht mehr... Ach. Ach, gucke mal, da ist der Meteor eingeschlagen. Das ist ja interessant. Vor allem total realistisch, dass der ein Rauschen von sich gibt und überhaupt in voller Form und Größe da auf dem Boden aufgeschlagen ist. Normalerweise wäre der längst verglüht, aber okay. Ja, wir haben Hunger. Warte, ich hole mir kurz was zu futtern, dann machen wir die Viecher da platt. Mit leerem Magen frisst sich's schlecht, ne? Tun wir wieder was für die Umwelt, den Müll wegfressen. Die Akku? Ah ne, es sind Verbündete. Glaube ich. Oder? Ja, doch. Irgendwas wollte ich, glaube ich, gerade noch erzählen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Da war es bestimmt nicht wichtig. Alter! Also in offenem Gelände haben wir, in so komischen Gelände wie Hügeln haben wir definitiv keine Chance. Und ich glaube, ich muss hier echt Verbündete mitnehmen, das bringt nichts. Ja, es bringt nichts. Warte, ich skippe hier nochmal. Hallo? Schlüpfst du mal? Ja, nehmen wir uns nochmal ein paar Verbündete mit. Soweit war das ja Gott sei Dank nicht. Katsching, das war Nummer 1. Rappen wir mal den Tag hier. Rapp, ja, jawohl. So, jetzt. Achso, damit steuert man die Kamera. Ich dachte, man kann jetzt bei der Karte rein und raus zoomen. Jetzt wird's interessant, dieses Nest wiederzufinden. Tja, das ist, ja. Da waren irgendwo... Ne, da oben waren, glaube ich, die Akro-Viecher. Genau, das war diese unbekannte Spezies. Die sind wir ja umgangen. Hier stehen irgendwelche Dornfortsätze aus der Erde raus. Das ist bestimmt normal. Ne, das war... Alter, was? 15 Angriffspunkte haben die? Alter, finde. Wo waren denn jetzt? Ich glaube, Stauber, das waren die, oder? Ich höre schon wieder irgendwas rumkämpfen. Das gefällt mir mal gar nicht. Ach, Alter. Wer kämpft denn schon wieder? Hä? Nö, die waren das irgendwie auch nicht. Hä? Boah, Alter, verzieht euch. Ernsthaft, es nervt langsam. Ach, da oben waren sie. Ja, super, und das ist ein Verbündeter schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Kollege? Ach, da. Mann, du kommst echt nicht von A nach B, ohne irgendwen zu verlieren. Das ist der Hammer. Also, sorry, aber ein bisschen nervt es. Ich malte hier jetzt einfach mal wieder die Tasten. Bestimmt eine super Idee. In der Hoffnung, dass das Viech dann irgendwann mal drauf geht. Hier kann ich jetzt gerade nicht mit dem Gift spucken, warum auch immer. Und es wäre gut, wenn ich jetzt das Wutgebrüll wieder hätte. Alter, Finde. Folgen die uns? Ja, ja, folgt uns. Ist ja der Wahnsinn. Hui! So, kann ich jetzt mal kurz was futtern? Ja, genau, er trifft mich in der Luft. Alter Schwede, die Viecher, ne? Dezent lästig. Boah, der ist schnell. Wo laufe ich eigentlich gerade hin?
Ich gereiche ihm wohl gerade zum Vorteile, denn ich renne in seine Herde. Nee, reimt sich nicht. Wo haben wir denn die? Wo kann ich denn jetzt mal... Sind die auch? Die sind auch aggro. Hilfe! Keiner mag mich! Oh, jetzt werde ich total depressiv. Keiner mag mich. magst du vielleicht mal... Ich finde das komisch. Manchmal will er die Früchte nicht essen. Vielleicht schmecken die nicht. Ah, jetzt holen wir uns erstmal wieder Verbündete. Wobei, wir können mal gucken, wie stark waren denn eigentlich die... Die waren nicht stark, oder? War die stark? Oh, doch, die sind super. Kollege! Brauchen wir etwas Begleitung hier. Was? Ernsthaft? Okay, warte, ich hole mir jetzt erst Hilfe von daheim, dann bekehre ich dich. Aber ich kann mir von daheim bloß einen mitnehmen, leider Gottes. Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Alter, nicht schon wieder nur einer. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Ich glaube, unsere Spezies ist vom Aussterben bedroht. Ach mein. So, dann kommen wir mit. Kommen Sie mal mit, Herr von den Zü. Was ist denn eigentlich mit dem Gutenberg? Ne, diesem Politiker, den sie ja rausgemobbt haben, weil der nicht so wollte, wie die wollten. Von dem hat man auch nichts mehr gehört, oder? Oh, ich glaube, das schaffen wir. Müsste ich mal im Internet nachgoogeln, was der jetzt eigentlich so macht und treibt. Das würde mich nämlich schon mal interessieren. So, willkommen in unserem Rudel. Regeln, fressen oder gefressen werden. Und alles, was nicht dir gehört, gehört nicht dir. So. Nein. Ach Mann, es ist nicht wahr. Da kommst du einmal zu nah und dann... Weißt du was, machen wir es im Platz. Unser Wutgebrüll ist eh gleich wieder einsatzbereit. Das heißt, wir können... Unser Verbündeter ist tot. Ich glaube, da kommen wir nicht lebend raus aus der Sache. Aber wir verdienen uns wenigstens ein bisschen DNA-Punkte. Weißt du was, ich werde jetzt mal nach Hause zurückkehren und dann... Hä? Hä? Wieso? Wir haben euch doch... Wow, nein. Lass mich. Ja, da liegen Körperteile, aber ich kann gerade schlecht. Die hatten wir doch bekehrt eigentlich, oder? Komisch. Ist niemand da? Also ja. Komm mal her, mach mal nochmal einen kleinen Porno hier, ne, dass die Leute was zu sehen bekommen. Was sind denn das für komische Griffel? Das schaut doch lustig aus. Schlagen, schlagen, schlagen. Ja, ja, ja. Was ist denn eigentlich, wenn ich mal die Dinger rausschmeiße? Dann haben wir nicht wirklich, Schlagenstufe 2. Schlagenstufe 1. Mit was bekommt man hier? Nee, hier nicht. Ach verdammt, wir haben viel zu wenig Punkte eigentlich. Säbler, Schlagenstufe 2. Pass mal auf, ich möchte mal was ausprobieren. Das ist immer hier so eine Art Raptorenviech, weißt du? Weil ich wünschte halt, dass die Dinger ein bisschen mehr an Stacheln zunehmen würden, bevor sie so dick werden. Das schaut auch lustig aus. Einfach so temporär, dass wir ein bisschen Schaden austeilen können. Kann man jetzt eigentlich... Diese Rammen ist alles schön und gut, aber wir haben auch so nicht wirklich viele Punkte, mit denen wir was anfangen können. Es ist... Da mal automatisch Schlagenstufe 2. Schade, dass sich das nicht addiert. Das wäre schon geil. Wobei dann auch richtig unfaire Sachen dabei rauskommen würden, glaube ich. So, probieren wir es einfach mal so. Vielleicht haben wir da mehr Erfolg. So, dann nehmen wir uns nochmal einen Kumpel mit. So, Nummer 1. Schauen wir mal zu diesen Trogloren. Da, Troglor.
ob wir uns mit denen anfreunden können. Beziehungsweise wir gehen, glaube ich, erst einmal zu unseren Verbündeten runter. Wo waren denn die? Ah ja, da vorne. Hä? Nee. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Haben wir ernsthaft den Verbündetenstatus von denen verloren, nur weil einer von denen draufgegangen ist? Ernsthaft? Wirklich, Leute? Wirklich?